Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, ich bin wieder da und zwar mit einem Aufgebraucht-Video. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder fast 2 Monate her. Irgendwie hatte ich im letzten Monat wieder nicht so viel Beauty-Kram, Müll zusammen und ich habe mir gedacht, das lohnt sich da nicht, ne? Aber das wird bestimmt auch irgendwann wieder mehr. Jetzt allerdings ist eine Tasche voll und wir legen los. Ach so, nicht wundern, für alle, die gerade neu dabei sind. Das Geräusch ist meine Geschirrspülmaschine, die läuft jetzt gerade. Mein Kühlschrank könnte ab und zu dazustoßen mit Knattergeräuschen. Ich hoffe nicht, ich hoffe, der hält sich jetzt zurück. Wir haben schon einen neuen Kühlschrank bestellt. Der ist jetzt in die Jahre gekommen und möchte nicht mehr so irgendwie. Schade. Okay, so ist das. Ihr Lieben, ich habe aufgebraucht einmal Maxi-Wattepads. Das sind von Ebelin aus dem DM. Die großen und die hole ich mir fast immer wieder nach. Also das sind so die, gerade die großen Wattepads, die fusseln nicht und damit nehme ich mir immer mein Augen-Make-up ab. Oder wenn ich mir die Nägel mal lackiere, was im Moment eher selten ist, weil sie im Moment hält kein Nagellack, dann hole ich mir auch schon mal Nagellack damit runter. Also die sind wirklich top, kaufe ich mir immer wieder nach. Und dann habe ich, wie fast jeden Monat, von Carefree. Im Moment teste ich gerade andere Slip-Einlagen. Die, ja, da sagen wir dann das nächste Mal was zu. Und ich hatte eigentlich immer die von Carefree. Egal welche Größe. Am liebsten die, die jetzt nicht irgendwie noch einen Duft haben. Das finde ich immer, das braucht man nicht. Man wäscht sich ja, man braucht doch nicht nur einen Duft untenrum. Finde ich irgendwie überflüssig. Also parfümierte Slip-Einlagen. Aber die hier von Carefree, die Plus Large, das sind 48 Stück, Größe L. Meistens hole ich mir die. Die finde ich optimal. Die halten super und die machen einen guten Job. Selbst beim Sport machen, beim Joggen verrutscht nichts. Kann ich euch ans Herz legen. Gebadet haben wir wieder fleißig. Mein Mann badet ja auch sehr gerne. Und Balea Cremebad Ylang Ylang mit Kokos. Kann ich nichts Negatives drüber sagen. Fand ich super. Der Duft ist schön, angenehm nach Kokos, so ein bisschen blümchenhaft. Und es ist auch hier unten ist der Button, ist mikroplastikfrei, 750 Milliliter. Hier hinten steht drauf, ist vegan. Und der Schaum hält auch lange, also finde ich. Also der schäumt gut, sehr ergiebig. Wirklich, man braucht nicht viel. Und ich habe mir von Balea ein Schaumbad nachgekauft in einer anderen Sorte. Ja, aber die fand ich toll. Dann Spülmittel. Ich verwahre so Putzsachen meistens nicht auf, aber wenn ich mal was habe, wo ich wirklich sehr begeistert von bin, wie jetzt von diesem Spülmittel von der Marke Love Nature. Das ist Verbena. Ich habe auch noch dieses, es gibt noch eins in so einem, na, ich weiß nicht, ich glaube Bären, keine Ahnung. Das war jetzt Verbena. Das war so ein hellgelbes Spülmittel, sehr angenehm im Duft, sehr ergiebig und hier steht drauf, pflanzlich basiert und hypoallergener Duft. Stark gegen Fett kann ich, also. Macht alles sauber. Hat alles sauber gemacht, was andere Spülmittel auch können. 97% Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Dafür steht die Marke. Wie gesagt, da gibt es noch eine andere Sorte, die habe ich im Moment. Das ist so eine rötliche Konsistenz. Da sage ich dann später mal was zu, wenn ich dran denke. Aber das von Love Nature finde ich sehr, sehr gut. Ja, die liegt, ach, das ist so süß. Ich überlege echt, mir das aufzuheben. Das war eine Cremeseife hier mit dem Maulwurf. Irgendeine limitierte Sache. So eine schmale Pulle. Total niedlich, ne? Be Happy mit frischem Duft von Orange und Vanilleblüten. Das war wirklich 1A der Duft. Boah. Ich mag das. Also das passte zusammen. Das war sehr stimmig und wird es so nicht geben. War auch mikroplastikfrei. War halt irgendeine Sonderedition. Aber Daumen hoch. Oh ja, muss ich mir nachkaufen. Habe ich noch nicht. Aber vielleicht hole ich mir mal eine andere Marke. Muss nicht Nivea sein. Ich finde diese Intim-Waschlotionen, da gehen auch die günstigen. Das war jetzt mal von Nivea, wollte ich mal ausprobieren. Aber ich habe jetzt nicht festgestellt, dass die jetzt besser sind wie die günstigen.
Ah, wie heißt denn das eine? Einmal hatte ich von CD eine, die fand ich auch gut. Die war jetzt auch nicht schlecht. Das war die Sensitiv für sensible Haut mit Kamillenextrakt und Milchsäure. Ja, immer wenn ich, ich mache das nicht immer, aber an gewissen Tagen brauche ich das. Also ich habe lange gebraucht, um das leer zu kriegen. Ich würde es mir nachkaufen, aber jetzt nächste Mal, ich muss es mir jetzt wieder nachholen, wird es wahrscheinlich was anderes, eine andere Sorte, eine andere Marke. Ja, das habe ich euch gezeigt im Dreierpack. Die anderen zwei habe ich noch. Das ist ein Duschgel, das nennt sich Glück von Dresdner Essenz mit frischem Gute-Laune-Duft. Ja, das kann ich sagen. Also meistens nach dem Laufen morgens habe ich hiermit geduscht. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Das war so eine Dreiergeschichte. Ist eine etwas kleinere Tube mit 75 Milliliter. Und ja, war toll. War erfrischend. Ich mag so zitrische Düfte. Und hat mich dann auch gleich viel wacher gemacht unter der Dusche. Und vor allem sauber. Oh, warum zeige ich euch das? Ah, ja, sowas ist auch eher selten bei mir in dem aufgebrauchten Produkten dabei. Aber ich glaube, den hatte ich mal in der Zuschauerpost. Und will ich auch bald wieder abdrehen. Von Alnatura ein Riegel Mandel Cranberry. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier. Sieht so aus. Von Alnatura gibt es im DM. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es mir auch selber nicht gekauft, weil meistens mit so Früchten mag ich das nicht so gerne. Aber der wäre echt lecker. Der wäre echt lecker. Den muss ich mir auch nachkaufen. Muss ich mir noch aufschreiben. Vergesse ich immer. Aber der war echt super erfrischend. Ja, muss man probieren. Ja, das ist von meinem Friseur, das Goldwell Dual aus der Dual Senses Reihe, das Color Brilliance Shampoo. Dieses, da habe ich auch, ich habe das nochmal, davon habe ich auch die Haarkur und die Spülung. Ich hole es mir auch sonst ab und zu schon mal bei Amazon, da ist es günstiger. Aber ansonsten nehme ich es auch gerne bei meinem Friseur mit, wenn ich dran denke. Wie gesagt, da braucht man ganz, ganz wenig nur. Das ist, ich weiß, das ist teuer, über 10 Euro, aber meine ich zumindest, oder? Ja, doch, über 10 Euro. Aber es ist ergiebiger wie Balea oder so, da nimmst du viel mehr. Und hiervon brauchst du wirklich nur einen Klecks und das schäumt, macht die Haare sauber und schützt die Haare noch, also vor Farbverlust. Ja, ich muss bald wieder, ich habe auch bald, Ende des Monats habe ich einen Friseurtermin, da muss mal ein bisschen die grauen Haare wieder abdecken. Also das kann ich euch aber empfehlen, also hier von Goldwell. Dann hatte ich eine Maske, so eine Bubble-Maske, eine Bubble-Creme-Maske. Ja, siehst du, jetzt liegt das schon, die habe ich glaube ich, oh, das ist schon ein paar Wochen her. Aber ich glaube, die fand ich, ja, Durchschnitt. Ich glaube, die fand ich nicht schlecht, die fand ich auch nicht überragend. Das war die mit Lakritz und Aktivkohle. Ja, jetzt liegt das wirklich schon so lange. Ich muss mir da mal Notizen zu machen, wenn ich länger den Müll sammle. Das war von der Marke, wo kam die denn weg? Beauty Company, genau, das steht jetzt hier oben nicht mehr. Beauty. Aber viele von euch wissen wahrscheinlich sofort, was das für eine ist. Ich habe die damals geschenkt bekommen. Ist mal was Lustiges, ne? Mit so Bubblebläschen. Dann habe ich von Alverde die Body Lotion. Die fand ich nicht schlecht. Gibt es so jetzt nicht, weil die hatte ich in meinem Alverde Adventskalender. War die drin. So süße kleine Größen. Bio-Ingwer. Ja, das war so ein frischer Duft, aber auch mit einer gewissen Schärfe, aber ich mag sowas. Und ja, so kleine Größen. Ich bin manchmal ein Creme-Muffel. Also, muss ich wirklich gestehen. Aber durch das viele, also dadurch, dass ich jetzt öfters auch dusche, weil ich halt viel Sport, was heißt viel, aber so zwei, dreimal die Woche Sport mache, merke ich das doch an der Haut, dass die trockener wird und dann versuche ich doch, mich jedes Mal einzucremen. Also war nicht schlecht, hier die Bodylotion, aber war halt im Adventskalender. Ja, meine geliebte Good Morning Anti-Wrinkle-Creme von Spilantox ist leer. Ich glaube, das war jetzt insgesamt der dritte Tiegel. Ich weiß gerade gar nicht, ob der scharf stellt. So, glaube ich, geht's, ne? So, das ist die, kommt in so einem dunkelbraunen Glas. Ist wirklich ratzeputze leer. Ich liebe den Duft und ich liebe einfach das, den Effekt und auch das Gefühl. Weil hier habe ich, das ist wirklich so im Moment die Creme, wo ich auch sehe, dass ich jünger ist Quatsch, aber frischer, einfach frischer aussehe. Ich habe auch die Augenpflege, ich habe auch noch die Nacht, also jetzt im Moment habe ich, glaube ich, noch die Augen- und Nachtpflege.
Jetzt mache ich erstmal die anderen. Ich habe noch diverse andere Gesichtstagespflege-Dosen offen. Die will ich erstmal weitestgehend aufbrauchen. Aber dann würde ich mir die wieder nachkaufen von Spilantox. Die liegt mit über 20 Euro im höheren Preissegment. Aber ich glaube, wenn man nach Douglas geht und da gibt es manchmal Cremes, die liegen im dreifachen Bereich, was das hier kostet. Aber also es ist wirklich eine Creme, die, finde ich, in meinen Augen mich einfach frischer aussehen lässt. Ja, BB, Abschminktücher, da habe ich diese hier noch. Die habe ich aufgebraucht, die fand ich gut. Die 5 in 1 sanfte Micellentücher. Ja, damit, ich mache ja das Augen-Make-up mit Wattepads und Augen-Make-up-Entferner. Und dann nehme ich mir meistens entweder meine Pads. Also ich nehme ja nicht immer Abschminktücher. Ich will ja ein bisschen an die Umwelt denken. Und deshalb, ich verbrauche jetzt das, was ich noch habe. Und versuche dann nicht so viel Abschminktücher nachzukaufen, sondern lieber dann halt die Lappen nehmen, ne, die der auswäscht in der Waschmaschine. Aber die fand ich gut. Die haben wirklich ansonsten sehr gut gereinigt und meine Haut nicht irritiert. Oh ja, das ist auch ein Produkt, das habe ich, ich glaube, letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von der lieben Maus. Von der Marke Colibri Cosmetics, das Hyaluron-Konzentrat. Das ist hier der Piepmatz. Und Colibri Cosmetics, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Mir war es erst unbekannt, ist auch tierversuchsfrei, made in Germany. Das war halt so ein Serum, das habe ich sehr gerne abends auch genommen, aber auch morgens. Also es zieht recht schnell weg. Ich habe so zwei Pumphübe nur gebraucht, überall schön einmassiert und dann eingeklopft. Und hat, glaube ich, kaum gerochen nach irgendwas. Ist halt sehr gut für die Haut. Auch gerade wer jetzt so wie ich schon über 40 ist, da braucht die Haut noch mehr Pflege. Und so ein Hyaluronkonzentrat, ich fand das sehr ergiebig und auch sehr effektvoll. Ja, vielleicht hole ich es mir immer nach. Aber ich habe noch nicht geschaut, wo ich da rankomme. Colibri, vielleicht kriegt man das nur bei Colibri auf der Internetseite. Vielleicht kennt aber auch der ein oder andere die Marke und weiß, wo ich die erwerben kann. Ja, dann habe ich ein Pröbchen aufgebraucht. Das von It Cosmetics, die Confidence in a Cream. Also das war die Tagespflege. Ich bin ja so begeistert hier von dieser Pflege gewesen, dass ich mir die Augenpflege gekauft habe, ja? So, die Augenpflege finde ich eigentlich gar nicht gut. Aber diese Tagespflege, ich glaube, da könnte, vielleicht hole ich es mir irgendwann. Vielleicht hole ich mir auch, wenn alle Tiegel leer sind oder fast leer sind, hole ich mir die erst noch nach, weil die liegt preislich auch ungefähr wie Spilantox. Und boah, müsste ich die beiden jetzt bewerten hier. Spilantox, It Cosmetics. Puh, wer würde die Goldmedaille bekommen? Ich glaube, mit ein ganz wenig, einer Hundertstel Sekunde Vorsprung, das Triegelchen. It Cosmetics ist wahrscheinlich nicht ganz so von den Inhaltsstoffen so prickelnd. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ist halt eine Anti-Aging-Creme. Genauso wie die hier auch. Ne? Aber ja, also ich fand die toll. Deshalb dachte ich, dass die Augenpflege auch so. Habe ich mir die Augenpflege bestellt, weil ich brauchte Augenpflege und bin ich gar nicht so von begeistert. Augen-Make-up-Entferner von Garnier, der 2-in-1 Augen-Make-up-Entferner, dieser hier. Ich habe ja den grünen, den mag ich, und diesen hier finde ich aber auch gut. Hier muss man halt vorher schütteln, ein kleiner Rest ist hier noch unten drin, dann vermischen sich die zwei Komponenten und dann kann man sich damit sanft, aber sicher und ohne, dass es in den Augen brennt, also so war es bei mir, das Augen-Make-up runterholen. Würde ich mir auch nachkaufen. Sacrotan Samtschaum, Vanille Orchidee. Ja, ich glaube, kriege ich nur beim Rossmann. Im DM gibt es immer nur diese rote Geschichte mit Kirsche oder so. Finde ich auch, also allgemein, wir haben auch jetzt wieder einen Schaum. Wir lieben diese Schäume von Sacrotan. Die entfernen halt auch, obwohl hier steht jetzt, ne, hier steht, enthält 45% weniger chemische. Also die achten mittlerweile auch auf die Inhaltsstoffe. Und wir lieben halt den Handschaum einfach. Mein Mann auch, und der schwärmt immer und ja. Naja, so. Oh, die habe ich schon aussortiert, weil so alt ist die noch nicht. Das ist die Volumen-Mascara hier. Ich glaube, da hatte ich null Effekt von Rival de Loop. Ja, diese hier. Ich glaube, das war eine LE jetzt letztens. Voluminizing Mascara, Sweet Proof Black. Die war wirklich grottenschlecht. Heute, also ich bin...
Im Moment, heute geht's. Heute ist nicht ganz so gutes Wetter. Es hat eben ganz kurz geregnet, aber ich nehme im Moment morgens und abends eine Allergietablette. Ich bin allergisch auf diese schönen Gräserpollen, die jetzt fleißig fliegen. Und es ging nicht anders. Ich hatte so einen Hals kaputt, das juckte alles, die Augen, das Niesen. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Ja, und Schminken, heute wird es vielleicht gehen, aber ich dachte mir, jetzt nur fürs Video schminken ist Kappes. Wir haben jetzt Wochenende. Ich muss gleich noch ein bisschen putzen, aber ich wollte jetzt auch das Video abdrehen. Die war also nichts. Die habe ich jetzt direkt entsorgt, weil die macht wirklich nichts. Da brauche ich mir auch die Wimpern gar nicht tuschen. Leider, leider. Ja, die Isana Hydrogel Augenpads aus dieser Glamour-Reihe. Das war ja meine LE. Da habe ich noch ein paar von und die sind wirklich super. Ne, die legt man sich hier, wie man sieht bei der Dame, schön unter die Augen, sind so gold gefärbt und da hast du wirklich einen Effekt. Ich habe ja hier so ein paar Linien und wirklich nach ungefähr, ich lasse die so, ja, hier steht glaube ich, ja doch 10 bis 20 Minuten und 20 Minuten lasse ich die auch drauf. Manchmal auch ein bisschen länger und dann ist das wie glatt gebügelt. Das ist zwar nicht für lange, ich sag mal so für einen halben Tag vielleicht oder für einen Tag, aber dann, es ist ein toller Effekt. Ja, ein paar habe ich noch davon. Ja, das hatte ich mal im Moment. Hatte ich da nicht noch eins von? Ich nehme erst was anderes. Nachkaufprodukt ist auch schon in Gebrauch, wahrscheinlich im nächsten Aufgebraucht-Video. Von Demeter Campo Verde Dinkelkaffee. Gibt es im DM. Kostet, glaube ich, knapp 5 Euro, aber ist jeden Cent wert. Ich wurde danach schon mal gefragt, ob das wirklich so wie nach Kaffee schmeckt. Ein bisschen Puder sieht man noch. Seht ihr das? Ganz feines braunes Puder. Ich mag den Geruch. Es riecht nicht direkt nach Kaffee, aber so ein bisschen. Also es ist irgendwie was ganz anderes. Am Anfang habe ich dieses, also ich mache so eine normale Tasse, ne? Also nicht so einen kleinen Becher, sondern eine normale große Tasse. Dann nehme ich 2 gut gehäufte Teelöffel. Übergieße das mit nicht mehr kochendem, also heißem, aber nicht mehr kochendem Wasser. Hab am Anfang, wie ich sonst auch meinen Kaffee trinke, mir ein bisschen Milch reingemacht. Aber es muss sagen, ich habe das dann irgendwo mal gelesen, am besten ohne Milch. Und so ist es auch. Der schmeckt mir wirklich saugut ohne. Also einfach so schwarz, sag ich mal. Ja? Ohne, dass man Zucker oder Milch beifügt. Ist halt koffeinfrei. Und ihr wisst, ich bin eine Kaffeetante, aber zu viel Koffein ist dann auch nicht gut. Ne? Und deshalb, ja, morgens trinke ich eine große Tasse normalen Kaffee. Und dann über den Tag verteilt 1-2 Tassen nochmal Dinkelkaffee. Vollmundiges Premium-Produkt aus der Schweiz. Es schmeckt anders, aber lecker, lecker. Also nicht schlecht. Es ist irgendwie anders wie Kaffee, aber es hat irgendwie so einen Effekt wie Kaffee. Also wenn man was anderes sucht, probiert das mal aus. Ja. So, dann habe ich nochmal Abschmierzellen-Reinigungstücher von Alverde. Beauty and Fruity. Oh, die waren so lecker. Also die haben so toll geduftet. Ich glaube, es war eine LE. Die habe ich jetzt so nicht mehr entdecken können bei Alverde. Die waren wirklich toll. Normale und Mischhaut war mit Limette und Bio-Apfel. Mmh, toll. Ja, kann man nicht meckern. Hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht, um das, den Schmutz einzuweichen und runterzunehmen. Ein bisschen länger gedauert, aber... Wenn ein Tuch gut duftet, dann benutze ich das auch gerne. Der Dip in, ach guck mal, ein bisschen dekorative Kosmetik haben wir auch. Trend It Up Dip in Eyeliner. Den habe ich auch noch nicht so lange, aber der war auch nichts. Damit kann ich nicht umgehen. Ich habe meine Schwester schon gefragt und die ich fragen, also gerade in jetziger Zeit, so Augenprodukte möchte man auch keinem anderen, aber meine Schwester kommt auch nicht klar mit solchen Dingern. Das ist ein Spitze, seht ihr das? Die ist... Ja, relativ flexibel, die bewegt sich, aber die ist jetzt auch nicht unangenehm, aber ich kriege damit keinen schönen schmalen Lidstrich hin. Und jetzt habe ich hier die Suppe am Finger. Moment, ich schmier es mal hier, nicht irritieren lassen. Das ist der Eyeliner. Ich habe kein Tuch gerade hier. Also komme ich nicht mit klar, das wird nichts. Und deshalb sortiere ich den aus. Trend It Up Dip In. Ich glaube, der war jetzt neu ins Standardsortiment reingekommen. Ich habe euch den vorgestellt, aber ich habe den danach nochmal ausprobiert und das war nichts. Ja, für meinen No-Touch-Handseifenspender von Sacrotan, das war einer meiner Lieblingsduftnoten. Kamillenöl. Lotusblüte mit Kamillenblüten. Mit Kamillenblüten hier, dieser von Sacrotan. Die liebe ich über alles. Ja.
Aber aktuell habe ich, glaube ich, eine andere drin. Ja, aber die finde ich großartig. So, dann auch, ja, Elmex, meine geliebte Zahncreme. Die habe ich mir jetzt schon nachgekauft. Repair Provence. Die brennt nicht so schnell. Also ich bin halt Elmex verwöhnt, sage ich mal. Was heißt verwöhnt? Meine Zähne kommen da sehr gut klar mit. Ich habe nicht gerade die besten Zähne. Und deshalb schmerzempfindliche Zähne. Und deshalb brauche ich eine gute Zahnpflege. Was heißt, die anderen sind auch nicht schlecht. Aber ich habe auch andere damals probiert. Aber die hier ist einfach die beste. Und da brauche ich auch nicht viel von. Und das, ich kann lange die Zähne putzen. Ich habe eine elektrische Zahnbürste. Und es fängt nicht an zu brennen. Weil das mag ich nicht. Ich glaube, Moment. Ich dachte, ich hätte noch eine. Nee, es gibt noch eine andere Sorte von Elmex, die ich im Moment ganz gut finde. Kommen im nächsten Video zu. Im nächsten Aufgebraucht-Video. Aus der, wie ich euch eben gezeigt habe, Haarreihe von Goldwell Dual Sense, habe ich auch das Serum Spray aus der Color-Reihe. Ne? Da habe ich aktuell jetzt ein anderes. Das hatte ich mir bei Amazon bestellt und das hatte ich vom Friseur. Ja, ich mag den Duft und das muss man auch schütteln. Ist ein Zwei-Phasen-Produkt. Nach der Haarwäsche die Haare gut im Handtuch austrocknen, also ausdrücken. Und dann gebe ich mir so ein paar Pumphübe in die Haarlängen und kann dann relativ schnell und zügig durch die Haare bürsten, ohne dass es zieht. Ja, und es pflegt die Haare. Finde ich, also hole ich mir auch immer wieder nach. Wie gesagt, Amazon oder beim Friseur. Jetzt habe ich hier so, Moment, ich hole mal eben, nee, hier habe ich noch was, okay. Ich hole mal eben den Rest hier raus. So, wie gesagt, ich wollte halt ein bisschen warten, bis ich auch was Interessantes für euch dabei habe. So, nee, hier ist doch noch irgendwo was. Und auch ein paar Teile mehr. Irgendwas versteckt sich hier noch. Was Kleines. Ah ja, okay. Ausgemistet, weil zieht überhaupt nicht ein bei mir. Ich fand es erst gut. Ich weiß nicht, was damit los ist. Es zieht nicht mehr ein. Das ist von Balea Schönheitsgeheimnisse, die Body Lotion Melone. Ich glaube, habe ich mir letztes Jahr irgendwann gekauft. Die ist jetzt schon ein Jahr alt. Die riecht sensationell nach Melone. Aber ich packe mir das auf die Haut. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen kann jetzt. Erstmal ist sie, also für normale Haut jetzt im Sommer ist das gut. Ich habe jetzt hier einen Klecks. Es zieht ganz, es braucht ganz, seht ihr diese weißen Schlieren jetzt hier auf meiner Haut? Kann man das erkennen? Wahrscheinlich nicht. Vorführeffekt. Ne, jetzt sieht man das hier nicht so. Aber gerade auf den Beinen, es ist wirklich, es dauert so lange, bis das einzieht. Es ist so ein komisches Gefühl auf meiner Haut und das mag ich überhaupt nicht. Deshalb sortiere ich die jetzt aus. Ich habe noch andere Bodylotions und ich möchte auch nicht, weißt du, dann stehst du im Bad morgens und dann dieses Gefühl, in eine Hose zu steigen, kennt ihr das? Und die Creme ist noch nicht eingezogen, das geht gar nicht. So, dann habe ich hier von Trend It Up die Kukumba, die Handcreme, leer gemacht. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Das war diese hier mit dem Deckel zum Drehen. Was laber ich? Die habe ich nicht leer gemacht, aber so, also die Hälfte ist weg. Genau, die ist wohl gekippt. Ja, die riecht nicht mehr gut. Ich habe einen Fehler gemacht. Sowas darf man, glaube ich, nicht einfach so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht sie nicht mehr gut. Ich hatte die immer hier in der Küche über meiner Spüle im Regal. Und da kommt immer besonders nachmittags die Sonne hin. Und ich glaube, dadurch ist die gekippt. Die war jetzt vielleicht knapp 2 Jahre alt. Nee, ich dachte, ich hätte sie aufgebraucht, aber... Weil die war gut. Die hat so einen Feuchtigkeitskick der Haut gegeben. Ist mit Gurke, ne? Ja, erfrischende, genau. Erfrischende Handcreme zur Pflege von trockenen und beanspruchten Händen. War ein gutes Produkt, aber riecht nicht mehr gut. Ja, dann, das habe ich mal geschenkt bekommen von meinem Friseur als Beigabe zum Ausprobieren, auch aus der Goldwell Dual Senses Reihe, das Rich Repair, die Kur. 60 Sekunden muss die nur rein in die Haare, aber ich gönne mir meistens eine längere Auszeit in der Badewanne wie 60 Sekunden und das riecht so gut. Ich habe mir von der Rich Reihe das Serum, das Haarserum bei Amazon bestellt. Und könnt ihr mir auch vorstellen, davon mal vielleicht das Shampoo auszuprobieren, weil das ist ja
ja, extra für, hier steht es auch drauf, für geschädigtes Haar. Es macht wirklich die Haare richtig schön weich. Das macht auch das Shampoo und das Serum. Du merkst richtig die Pflege und dass da schon hochwertige Inhaltsstoffe drin sind. Die Kur habe ich hier aus der Reihe von der Color-Reihe. Genau, da habe ich im Moment. Ich habe immer jetzt noch hier, wo ich mir gerade die Bodylotion hier. Nee, das klebt, das ist ganz komisch. Das zieht nicht weg. Das mag ich nicht. Dann habe ich eine Parfümprobe tatsächlich aufgebraucht von Givenchy, das Irresistible. Oh Gott. Fand ich mittelmäßig. Deshalb habe ich es auch aufgebraucht. Also, da kommt nichts mehr. Das war schon so ein bisschen mir zu edel, sag ich mal. Also, das hört sich jetzt komisch an. Aber vielleicht weiß der, kann der ein oder andere was damit anfangen. Ich mag eigentlich mehr so die sportlich frischen Düfte. Sie dürfen auch verspielt verführerisch riechen, aber das war mir zu viel Frau. Zu, ja, weiß ich nicht. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Ja, dann habe ich das Eye Gloss aussortiert. Das habe ich mal ausprobiert, glaube ich, mit euch. Von Rival Loves Me aus der Boho Wipes Reihe. Ich weiß, das war, glaube ich, eine LE. Ein Eye Gloss. Das ist eigentlich wie, als wenn man sich pure Vaseline, hier so eine Creme, das soll entweder so alleine getragen, soll wohl der neueste Schrei sein, kann es mir nicht vorstellen. Ich will da auch ungern, naja, komm, ich gehe mal rein. Hier. Das ist wirklich, ich mache es mal in die Hand. Vielleicht seht ihr das, dann das Geschmiere. Seht ihr das? So. Und das auf den Augen. Erstmal ist das so richtig schön klebrig. Ist nichts. Also ich mag es nicht. Irgendjemand hat mir einen Tipp gegeben, ich soll das so und so machen, aber dieses Gefühl, dass beim Abschminken hat das auch lange gedauert. Also das ist so richtig wappig, klebrig. Nee, ist nicht meins. Dann habe ich hier zweimal Handdesinfektion. In der heutigen Zeit hat man ja sowas in der Handtasche oder im Auto und ich hatte eins in der Handtasche. Das war eine Handtasche von SOS. Das Handgel fand ich gut. Ne? Wirkt schnell, zack, Hände gereinigt. Und fertig. Kann ich nicht meckern. Genauso wie von Sakrotan. Das war noch mit Aloe Vera. Dies hier. Ja, also finde ich, beide kann man nicht meckern. Und kann man empfehlen. Ja, als letztes habe ich ausgesortiert, weil es funktioniert nicht auf meiner Haut. Es bildet Würstchen. Von Averde aus der Clear Beauty Reihe. Ich glaube, die gibt es noch. Ne? Haben wir einmal hier das Serum und die getönte Tagescreme. Ich habe da schon alles probiert, ohne, mit, an, in Kombination mit anderen Produkten. Dieses Tigergras, also das ist, glaube ich, speziell auch bei unreiner Haut, wenn man unrein, genau, unterstützt die Bekämpfung von Hautunreinheiten. Vielleicht funktioniert, das ist so, hier zeige ich es euch mal so ein bisschen grünlich, dieses Serum. Ja, man riecht das schon, dass das halt ja ein Produkt sein soll für unreine Haut. Ich weiß, kann es nicht beschreiben. So, und dann habe ich auch mal nur die getönte Tagescreme hier ausprobiert, aber selbst die lässt sich nicht gut verteilen, wird fleckig bei mir oder bildet, also ganz, ganz, ganz schlecht bei mir. Genau, das ist hier, ich zeige es euch mal, leider. Es ist so ein weißes Produkt mit kleinen Punkten und beim Auftragen, beim Verstreichen verschmilzt das mit eurer Haut und dann passt es sich quasi der Haut an. Sieht man auch hier ganz schön, dann wird es dunkler. Und auf der Haut, und hier sehe ich das aber auch schon, das setzt sich richtig ab. Jetzt brauche ich ein Tuch. Gut, dass wir zum Ende gekommen sind. Also das ist wirklich nichts Schönes. Der Duft geht in Ordnung, so leicht nach Kräutern, das mag ich ja. Aber wie gesagt, die Reihe ist anscheinend überhaupt nichts für meine Haut. Und ja, deshalb leider durchgefallen. Ja, ihr Lieben, jetzt waren auch, ich glaube, diverse. Sonst in meinen Aufgebraucht-Videos gibt es weniger Flop-Produkte, aber diesmal wirklich gerade die dekorative Kosmetik hier, Mascara, der Eyeliner, wie auch halt von Averde jetzt die zwei und hier das Eye Gloss funktionieren halt nicht für mich. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch noch mehr, was nicht für mich funktioniert. Soll ich das mal in ein Extra-Video packen oder soll ich die nicht funktionierende dekorative, also die dekorative Kosmetik, die für mich nicht funktioniert, soll ich die bei in dem Aufgebraucht-Video lassen oder splitten, also getrennt voneinander machen? Das könnt ihr mir ja mal sagen, eure Meinung. Das ist jetzt auch so dumpf, diese Tagespflege. Ganz, ganz komisch. Ihr Lieben, das war's. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich Zeit gefunden habe für euch, für dieses Video.
Und es wird bald, ich denke, ein Zuschauerpostvideo kommen. Ich habe da so ein bisschen was bekommen. Ja, jetzt stand da gerade, die Aufnahme wurde automatisch angehalten, weil die maximale Filmzeit überschritten worden ist. Das hatte ich auch noch nicht, oder? Wieder wahrscheinlich eine neue Einstellung an der Kamera. Oh. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bedanke mich fürs Einschalten und ja, freue mich, wie gesagt, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.